Servus und hallo zu Fußballmanager 13. Eintracht Frankfurt empfängt den VfB Stuttgart. Und mit mir dabei wieder der Dan the Man. Hallöchen zusammen. Hallöchen, lieber Dan. Hallöchen, lieber Rick. Akzeptabel. Ja, geht raus und spielt ordentlich Fußball. Was auch sonst? Was anderes wollen wir nicht sehen? Ja, wir haben Also, ein einen bisschen. Sieg wollen wir schon noch sehen, aber. Ja. Wir haben so ein bisschen durchgewechselt. Das werdet ihr auch gleich sehen, wenn unsere Aufstellung kommt. Aber ich hoffe auch, dass ich diesmal alles sehen werde. Nicht nur die Aufstellung. Was war das unfairste Mannschaft? Wie oder sie? Frankfurt? Ja, super. Dann weiß ich aber, dass wir nach 5 Minuten unseren John Boy auswechseln. Hätten doch alle von der zweiten erstmal hochholen sollen. Ja, das haben wir im Übrigen auch gemacht. Zumindest, das werdet ihr nicht unbedingt gleich sehen, aber auf der Bank sitzen zum Beispiel noch ein paar. Einfach um denen auch mal so ein bisschen die Chance geben zu können, auch mal Einsätze zu kriegen. Und Frankfurt Kasri. bietet sich zum Beispiel an. Wobei wahrscheinlich verlieren wir jetzt. Das wäre so ein Klassiker. Ja, wir haben Butland, Stoller von Beginn an aus der zweiten hochgeholt. Ja, Stoller auch mit überraschend guten Werten. Also, das haben wir irgendwie so fast übersehen. Letzten Male. Ja, der darf sich, muss sich gar nicht verstecken mit seinen Werten. Nee, also 75 oder so. Sakai steckt da auf der linken Seite schon in den Schatten. Gut verteidigt leider. Gegen unser Sturmduo. Hoffmann Guidetti. Tasky tanzt wieder, aber kommt trotzdem dazwischen, diesmal wenigstens. Keine Chance für Tante Maritza. Warte mal, Lang? Martin Lanik. Lang, nee. Lanik heißt er auch. Ach so. Nicht Lang. Was war jetzt das? Freistoß Chance für Kasri müsste sein. Nee. Schwegler. Butland hält ihn sicher. Ja, das ist für Kenny LP. Wir haben Butland wieder spielen lassen. Ja. Nicht nur für Kenny LP, aber schon auch. Sagen wir so. Oh. Das Tor ist für Kenny LP. Wir haben Butland Ja. wieder spielen lassen. Dank Kenny LP haben wir dieses Tor bekommen. Nein, Quatsch. Ja, dann noch von Tante Maritza. Ja, gut, war schön geschossen. Kann man nichts sagen. Butland steht erst, wenn das Ding schon längst im Tor war, stand er wieder auf. Ist vorbei. Kann ich wieder schauen? Habe ich es überlebt. Kann ich wieder schauen? Das war echt ordentlich reingezimmert. Ist er weg? Lebe ich noch? Ja. Aufbauspiel dürfte auch besser klappen, wegen mir. Husky? Kuh war das Aufbauspiel. Ja, Tusky, ja, immerhin. Macht seinen Fehler gleich wieder gut. Gegen Kasri. So, Stoller geht da gleich mal ran. Ja, war zumindest dazwischen, auch wenn der Ball irgendwie dann trotzdem bei den. Aber Boah. Stoller rettet. Ja, boah, Strohmann, was macht denn der für ein Murks? Ja, sowohl mit dem Aufbauspiel vorher, also die Nummer 10 müssen wir ihm gleich wieder abnehmen. Die tut ihm irgendwie nicht gut. Ja, nicht würdig. Hoffmann, Herrera, komm jetzt Wieder noch gut. die. Die. Da hätte er gehen können. Ja, mal wieder. Selbes Problem wie oft so. Ach. Langschwegler. Wavi Kasri. Maritza. Maritza. Janga Biber, der steht, der leitet nur seinen Körper. Hoffmann. Na, die stehen ordentlich tief drinnen. Ja, faul eigentlich. Ja. Oh, gut, man muss nicht alles pfeifen. Ist ja nur die unfairste Mannschaft, da braucht man nicht pfeifen. Das vorher bei uns hätte ich jetzt auch nicht zwingend als faul gesehen, also das zum Freistoß geführt hat vorher. Aber gut.
Für Schiedsrichtersachen haben wir schon sehr uns sehr oft ausgelassen. Jetzt wieder die. Ja, genau dasselbe Prinzip. Ja, hätte er genau nochmal gehen können. Ein, zwei Schritte und dann erst drauf. Der Brödel schießt Bremer Tor. Der Brödel. Da brädelt's den nieder. Ja, jetzt schön. Oh. Ah, da steht aber dann keiner. Schuss? Das ist genau das Problem. Wieso läufst du weg, Guidetti? Nee, ich hatte schon. Jetzt kommt wer andere dran. Das ist genau das Problem. Der Unterschied in diesem Spiel zwischen uns und Frankfurt, wenn die an die Latte schießen, ist da immer noch einer. Ja. Und wenn die an die Latte schießen, nee. Ah, oh, schade. Mach du mal. Vorbei. Ich war schon. Mist, vorbei. Ah, oh, schade. Den nächsten dann. Ich mag mich nicht nochmal blamieren. Er zergeht in Schande. Ja. Und wird handlungsunfähig. Gut. Kasri. Rotmann. Es war auch eher halbherzig. Mhm. So. Oh, okay. Ja, das sah auch wirklich gefährlich aus. Ja. Wenn dann der eine noch so einen kleinen Tick schneller schaltet, steht es 2-0. Ja, war gut gemacht von Kasri. Da hätte Maritza mitgehen sollen. Mhm. Gut, aber der Spielstand kann uns beschäftigt die Tante. Ja, der Spielstand kann uns ja so oder so nicht gefallen. Überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, abseits. Leicht genervt. Da komme ich. Abseits schon wieder. Augsburg hat das 1-1 in München erzielt. Durch Örl. Örl. Ja. Isco? Lauf ruhig mal. Wenn man bedenkt, dass das mehr oder weniger trotzdem unsere Stammelf ist, muss ich ja fast ein bisschen Sorgen machen. Ja, vor allem, dass wir dann noch so den einen oder anderen auf der Bank haben, den wir eigentlich bringen wollten, wenn es dann 3-0 für uns steht. Ja, den wir eventuell bringen müssen, einfach um neue Impulse zu setzen. Mhm. Weil wenn es dann 0-3 für uns steht. So kann es irgendwie nicht weitergehen. Immerhin geht es jetzt wieder ein bisschen in die richtige Richtung. Ja, aber relativ ungefährlich im Moment noch. Da braucht es noch einen anderen Stürmer heute. Ja, immer wenn Frankfurt vor das Tor kommt, wird mir eher mulmiger. Janga Biber nicht vom Ball trennen lassen, gut. Die spielen das eher... Hoffmann, okay, der ist nicht der Verteidiger, wie man merkt. Hoffmann ist schon so einer, der sich gerade ein bisschen anbietet, ausgewechselt zu werden. Auf den ersten Blick. Mhm. Nicht, dass er total mies war, aber irgendwie so unglückliche Aktionen hat er schon die ein oder andere gehabt jetzt. Gut, Daddy. Okay, da ist niemand, doch Hoffmann. Hoffmann. Jetzt mach's gut. Na. Ja. So diese letzten 5% zum Tor, die fehlen noch. Die Effizienz. IE Absturz und so. Oder irgendwelche Wunderheilungen, beziehungsweise zack, ich bin im Spiel, mach 3 Tore auf einmal. IE-Absturz bitte hier einfügen. Bitte melden. Bitte melde dich, IE-Absturz. Butland, der Beste. Ja, habe ich auch so gesehen, theoretisch. Weil die anderen einfach noch schlechter waren. Jetzt ist Vollgas angesagt. Ja, bitte nicht so, dass du nur vorne stehst. Das wäre eher ungeschickt. Ja, dann wechseln wir mal. Ihr seht es jetzt. Wir haben einige aus der zweiten Mannschaft mit. Mhm. Also Jenas und Lupsch. Ja, dann bringen wir den mal. Er hat in der zweiten Mannschaft, jetzt sieht man es nicht, er hat 11 Tore geschossen in 13 Spielen. Bietet sich mal wieder an, dass er wieder zurückkommt in die erste Mannschaft. Zumindest für das Spielchen. Nach langer Abstinenz. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal gespielt hat, aber... Schon lange her. Letztes Jahr. Mhm. Weil dazwischen haben wir Miller hochgeholt.
Stimmt, ja. Das ist auch schon wieder länger her. Die Tormaschine. Ja. Okay. Würde ich sagen, machen wir erstmal so weiter, oder? Passt. Ein Blonder für einen Blonden. Ja. Nummer 15. Für die 35, ja. Ja, die hat er sich reserviert, wo er noch das letzte Mal oben war, wahrscheinlich. Meine Güte, es läuft gerade das Newcastle-Spiel, aber das ist absolut übel, was die machen. Das tut richtig weh. Ich darf ja nichts sagen. Perch allein vom Tor. Muss ich mehr sagen? Vom eigenen, oder? Oh, ja, super. Maritza. Danke. Ja. Immer diese ehemaligen. Dass die nur gegen den VfB dann so motiviert sind. Ja, Butland hätte auch höher springen können. Ein bisschen, ja. Da kam er mir jetzt nicht so agil vor. So, jetzt mal mit durch den Freistoß vielleicht mal wieder rankommen. Wäre jetzt zumindest mal die Aufgabe. Aufgabenstellung. Isco? Ich fürchte, der war weiter vorbei, weil es nicht mal eine Zeitlupe gibt. Als er aussah. Das kann gut sein. Jetzt aber gut. Lux, Lux. Oh. Ah. Nein. Da regt er sich zu Recht selber auf. Ja. Da kann er selber nicht fassen, dass er die Chance vergeben hat. Ja, wer weiß, wie viele er davon kriegt. Also allein schon in der ersten Mannschaft, wie oft er da spielen darf. Weil die Konkurrenz ist nicht weniger geworden. Nee. Oh Gott, Strohmann. Tasti genauso. Mann, Mann, Mann. Schlagen sie alle so halb über den Ball. Komisch, komisch, komisch. Duxch. Ja, spielt aber gut mit der Duxch. Abseits für Godetti? Godetti? Nee. Na, na doch, schade. Er pfeift natürlich erst, wenn er knapp vom Tor ist, wenn er ihn reinmacht. Ja, klar, das hätte man jetzt schon abpfeifen können, weil da klar war, dass er eigentlich drankommt. Deshalb ist der Godi auch nicht mehr rangegangen. Der wusste schon. Sonst wäre er schon längst draußen gewesen und hätte ihn geholt. Wahrscheinlich. Naja. Der hat es gesehen, natürlich, der Torwart. Von vorne. Ja. Ja, wen zuerst auswechseln, ist da eher die Frage. Wen haben wir so für Strohmann? Naja. Herrera ist jetzt aber nicht der Defensive eigentlich. Nee. Tusky mit 65. Eigentlich niemand. Das ist ja das Problem. Oh Mann. 2-0 für Frankfurt. Das ist ganz schlecht. So ein Anschluss sollte Duxch möglichst bald fallen. Isco, toller Fall, zieh ab. Steck durch, zieh ab. Oh, nicht daneben. Grundsätzlich alles richtig gemacht, bis auf den Abschluss. Weil das Durchtanken, das war alles super, nur, ja. Warte mal, wie schaut's denn da so fitnessmäßig, also so dingsmäßig aus, einsatzmäßig? Eigentlich hoch, weil ja. Die alle noch so gut beieinander sind. Weil die alle so lustlos rumkicken. Irgendwie so. Oder? Ja. Kommt das nur mir so vor? Nicht so richtig ins Zeug legen. Ja. Gehen wir da halt mal auf vollen Einsatz. Toll, voll grätscht gleich mal die Luft weg. Da bleibt die Luft weg. Was macht sie denn, Biber? So, Duxch mit dem weiten Ball nach vorne.
Stoller, sehr gut. Unser bester der, Mann. Der gefällt mir echt noch am besten mit Butland zusammen. Ja, Butland. Hat auch schon, ja, also klar, die eine Aktion, das hat dann, führt dann immer gleich zum Tor, wenn er einmal patzt. Das ist dann immer so eine Sache, aber so erste ja. Halbzeitmäßig, meine ich jetzt. Ah, stimmt. Insgesamt gerechnet. Aber, ja. Duxch ist nicht mehr so frisch. Ja, der ist auch viel gelaufen und hat sich oft angeboten, aber. Aber den können wir jetzt auch nicht auswechseln. Säule voll raus für frei. Dass über die Seite nochmal ein bisschen was kommt. Ja. Weil Isco würde ich erstmal noch drin lassen. Ja, über die Seite ging so wenig. Ja, offensiv aber irgendwie auch nicht. Das ist die Frage, ob wir Gulfi noch bringen. Das habe ich ja auch gerade überlegt. Ja, aber wie gesagt, schlechter kann es eh nicht mehr werden. Ob wir jetzt 2 oder 3-0 verlieren. Aber nach vorne dürfte gerne noch mal was kommen. Die sehen jetzt wieder die lustigen Pfeile über ihren Köpfen. Ja gut, da passiert nichts mehr. Ich dachte, sie strengen sich jetzt nochmal an. Wie es letztes Mal Dolder vorgemacht hat. Ja, der hat es vorgemacht, wie man es machen muss. Mhm. Am besten mit einem Tor verabschieden, weil das hat er zwar nicht gemacht, aber. Ja, aber hat dran gearbeitet zumindest. Bei Kasri. Ja, danke für Stoppen. Der war immerhin schon mal, naja, nicht gut, aber besser. Ist gut. Okay. Stoller fast auf. Schickt Sigurdsson. Oder ja, wen auch immer. Oder wen auch immer. Zumindest ging er tendenziell in Richtung Sigurdsson. Noch nicht zu, aber in Richtung. Über ihn hinweg. Ja, diese langen Pässe kommen nicht richtig an. Mhm. Ganz ruhig, trink erstmal einen Krombacher. Bevor du dich so weiter aufregst. Ja. So die Taktik noch, weil die den Einsatz noch höher stellen, oder? Dass sie irgendwann mal nur noch rote Karten sammeln. Dass wir mit Frankfurt den Status der gefährlichsten Mannschaft oder der brutalsten Mannschaft tauschen, ja? Grundlinie, das wollten wir auch mal tauschen. Ändern, dass wir da mehr in Richtung Grundlinie gehen, oder? Dass wir das, was wir immer gegen uns sehen, auch mal selber machen, eventuell, ja. Oder? Mhm. Die laufen immer bis zur Grundlinie durch und dann. Ja, doch. Ist da von uns keiner mehr? Ist da jemand? Isco jemand? Du, die jetzt aber kommt. Duxch, bleib dabei, Duxch. Rüber auf Duxch. Ah, wieso? Das war das Schlechteste, was er hat machen können. Mhm. Vor allem, wenn er nicht trifft. Hätte er ihn reingemacht, hätte ich nichts gesagt. Aber so. Da muss ich beim nächsten Mal irgendwie Pass nach rechts angeben. Puh. Das war schon wieder sehr gefährlich. Jetzt. Zeigt, was ich euch eingestellt habe mit riskanten Pässen und so. Da stroht man zumindest jetzt mal mit gutem Einsatz. Das habe ich euch nicht gesagt, Guidetti. Nee. Yangambiwa. Schön von Duxch. Ja, leider ein bisschen zu weit versprungen dabei. Aber das kannst du so auch schwierig ja. Rams. Okay. War Strootmann, oder? Der einfach mal gemeint hat, so, ich kann Zweikampftrainer. Schautrainer, ich kann Zweikampf. Ja. Oder Gretsch in dem Fall. Ja. Letzte Chance, Kosmetik zu betreiben. Ja, so nicht, wenn ich schon einstelle. Bitte keine langen Bässe. Und wenn dann bitte über. Naja, bitte keine, das kannst du nicht einstellen. Das werden sie immer wieder machen, nur ja. Wenig. Eigentlich hast du wenig eingestellt und die haben immer nur lange gestellt in letzter Zeit. Mhm. Jetzt auch noch gelb zeigen, ja? Ja, natürlich. Strootmann hat aber die letzten Minuten auch drum gebettelt, ein bisschen. Okay, da stand aber nur. Ja gut, sperren kann man schon auch, aber... Sehe ich jetzt gar nicht so aus seinen Fehler.
Aber ja, hat mir nicht gut gefallen im Spiel. Muss ich vielleicht auch erst einspielen. Also er hatte einen Zweikampf, wo ich sagen würde, der war okay. Ja. Wo er dann kurz mal dazwischen ging, aber da stand schon 2-0. Ja. Naja. Außerdem würde ich mir sowas dann gerne öfters wünschen bei einem Spieler seiner Klasse und seines Gehalts. Seines Gehalts. Ja, hat ja super geklappt. Köln Okay. fertigt St. Pauli ab. Das ist unser nächster Gegner, also St. Pauli. Leverkusen fertigt Gladbach ab, aber richtig. Wolfsburg Dortmund 0-0. Bremen gewinnt wie unrealistisch. Aber lass mich raten, wir sind nicht mehr Erster. Schalke 1-1. Nee, das wird es jetzt nicht mehr spielen nach dem Spiel. Nachdem Bayern gewonnen hat. Glaube ich eher. Wir haben aber trotzdem zwei Ansprachenpunkte gewonnen. Was hast du gesagt? Bitte verliert oder? Akzeptables Ja. Ergebnis, okay. 0:2 gegen Frankfurt ist ein akzeptables Ergebnis. Naja, gut. Wie er meint. Ich finde auch die Tabelle nie Ergebnisse? so. Dritter, okay. Ja. Das war irgendwie absehbar. Wetten, jetzt kommt gleich wieder irgendeine Aktualisierung vom Teamvertrauen oder so. Ja, oder Wo ist das hier Vertrauen? Gleich auf 10 geschrumpft. von 20 auf 10, genau. Nicht mehr Tabellenerster. Das reicht als Grund. Tante Maritza ohne Gnade. Pah. Hat er Wen wirklich beide interessiert gemacht? Österreich so geil? Hat er wirklich beide gemacht? Okay. Das wusste, habe ich irgendwie gar nicht. Immerhin. Ja, wenigstens das. Vom ehemaligen. Gut, aber Gladbach hat ja auch nichts zu lachen im letzten Spiel. Ja, so sieht der Kyrani auch Ja. aus. Morata schwänzt Massage. Okay. Yay! Das klappt ja alles so richtig gut. Jo, Stoller zurückversetzt. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob der Spieler des Tages war. Auch nicht, keine Ahnung. Wollen wir den nochmal hochholen? Und weil gut gefallen hat er mir eigentlich da. Ja, also ich meine, er war in einem schlechten Team noch mit einer der besseren. Das war gut zusammengefasst. Ja, immer noch mal hoch. Dauerhaft. Dauerhaft fürs nächste Spiel, wie immer. So, jetzt ist die Frage, sollen wir ein bisschen weiter durchtauschen mit Bruma mal zumindest auf die Bank? Oder gleich in die Startelf sitzt? Gleich die Startelf. Die kennen sich ja. Duxch. Auch in die Startelf? Für Hoffmann. Wobei Guidetti weniger frisch ist, aber der hat ja noch ein bisschen Zeit, sich auszukurieren. Eventuell. Oder? Spieß. Wir können es auch tauschen. Dann Hoffmann und Dubsch. Kann man auch. Die beiden Deutschen. Vorne drin. Auf der Bank Guidetti oder eher auf der Bank so Traoré, Morata. Ja, Guidetti war auch eher unglücklich jetzt gerade gegen Frankfurt. Nachdem der eh schon so ein bisschen frische Ding hat, würde ich vielleicht irgendjemand anders Ja. draufsetzen. Traoré? Oder sollen wir es mit Morata nochmal? Weil der hat jetzt halt erstmal Gespenst, ne? Das wäre eigentlich die Entgegen Maßnahme, wenn. ihn erstmal nicht aufzustellen. Ja. Erstmal ist gut. Ja. Okay. Na passt. Okay. Berardi wollte man, glaube ich, noch. Kaufen wollten wir eigentlich auch noch Wien. Berardi? Nee, den haben wir schon. So ein Stürmer. Für Wollen wir Tasky das? vielleicht?
Wollen wir das gleich machen? Ja, haben wir uns da schon genug umgeguckt? Eigentlich schon. Na dann. Oder magst du noch warten? Nö, kann man schon. Können wir uns ja noch kurz offscreen zusammen Stimmt. debattieren. Machen wir die Folge mal zu Ende. Oder? Ja. Strohmann noch drinnen lassen. Wenn wir die Möglichkeit zum Wechsel haben, nicht. Also ich meinte, dass er jetzt beim zweiten Spiel vielleicht besser ist. Können wir probieren, aber dann würde ich Ofoe zumindest mal auf Die die Bank. Bank packen, dass wir eine Ja. Alternative haben. Aber wir haben Sigurdsson und Wijnaldum als Offensive drin. Okay. Könnten wir vielleicht einen von beiden noch runternehmen? Gehen wir sie jetzt runter für oder für einen anderen Stürmer? Was haben, oder wen haben wir noch? Das war's schon, was wir hier haben. Ronaldinho. Auf geht's. Oh. Oder halt Deulofeuer als notfalls von der Bank. Linker. Ja. Passt. Gut. Okay. Passt, dann speichere ich noch und dann sehen wir uns gegen St. Pauli. Genau. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. Da-da.